Ja, hallo. Ein kleiner Rundblick hier von der Zufahrt zu Hohen Siebrich. Ich stehe gerade hier in der Serpentinenstrecke auf der Brücke, wo früher rechts der komische Motorradtreff war und die ganze Straße eigentlich zugenagelt. Ein schöner Strich Achter. Das war und ist immer noch ein Moped-Treff, Autotreff, Poser-Treff, wie sich das auch alles heißen mag. Vor 30, 40, 50 Jahren war das hier eine mega geile Strecke. Heute alles zugenagelt, überall Leitplanken. Aber ein schöner Blick über den Hengstersee rechts runter und dahinter geht es dann weiter zum Harkwardsee. Links hoch hinter den Sträuchern ist die Mündung von der Ruhr und oder die Lenne in die Ruhr. Und Harkwardsee, oder Hengstersee, Harkwardsee läuft dann weiter in den Fluss oder mit dem Fluss Ruhr. So. Ja, kurz, persönlich. Wir haben so kurz vor 18 Uhr. Die Sonne geht schon mal hinten runter. Das ist so ja, der Blick Richtung Wetter, herrliche Wetter. Also Westen von hier aus. Höhenunterschied, keine Ahnung, ich schätze mal so, leck mich am Arsch, für mich viel zu hoch, locker 30 Meter, 40 Meter. Ja, das ist halt die Hengsterseebrücke hier, die Halbinsel, da rechts sind Ferienhäuser oder Wochenendhäuser. Und da links unten ist nochmal der Bootsverleih und auch der Ausflugsdampferanleger. Hinten rechts, ich versuche das mal zu zoomen. Da, wo die weißen Fahnen sind, kurz dahinter ist ein Imbiss, ein großer Parkplatz, wo sich die Mopedfahrer und Jogger und alles Mögliche und Spaziergänger treffen. Und so ein kleiner Imbiss, habe ich glaube ich jetzt schon erwähnt. Und eine Holzhütte. Jo, hinter ganz links hinten, das ist ein Segelboot-Ruderverein. Auch die Subboards zu mieten sind im Sommer. Jo, das ist hier unser kleiner unser kleines Ausflugsziel von Hagen und Dortmund, genau im Grenzbereich. Alles klar, bis dann, ciao.